Zeigt dieses Video das illegale Autorennen, welches am Samstag ein Leben auslöschte? Ein Lamborghini-Fahrer war auf der A66 Richtung Wiesbaden über die Autobahn gebrettert. Gegen 13.24 Uhr geriet der Sportwagen außer Kontrolle und knallte gegen die Mittelleitplanke. Als der Wagen zurück auf die dreispurige Fahrbahn schleuderte, rammte er einen Opel und einen Skoda. Der Skoda und der Sportwagen fingen sofort Feuer. Die Person im Skoda verbrannte noch im Fahrzeug. Der 29-jährige Lamborghini-Fahrer und der Opel-Fahrer wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei vermutet, dass der 29-jährige Raser vor dem Unfall an einem illegalen Autorennen mit einem weiteren Lamborghini und einem Porsche teilnahm. Dieses Video eines Autofahrers auf der A66 soll das Rennen zeigen. Zwei Wagen rasen mit hohem Tempo und wildem Spurwechsel über die Autobahn. Dann eine Rauchsäule und Flammen in der Ferne. Der Fahrer des Porsche meldete sich noch Samstagabend bei der Polizei und auch der zweite beteiligte Lamborghini wurde inzwischen sichergestellt. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.